Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Herzlich willkommen zu Dying Light, ein neues Spiel mit dem Taverno. Es ist ein Geschicklichkeits- und Actionspiel, wo es darum geht, sich da so ein bisschen durch die Städte und all das Zeug durchzuschlängeln, mit Zombies und mir eben jetzt ein bisschen. Es gibt auch da die Parkour-Springer, die durch in der Stadt rumspringen, von Geländer zu Geländer, von Balkon zu Balkon. Und mit genau zwei von diesen Artisten ist das Spiel gemacht worden. Und darum denke ich, es könnte einem noch zwischendurch mal ein bisschen trümmelig werden. Da. Weiss es nicht. Ich habe es noch nie gespielt. Wir spielen das jetzt blind zusammen und darum drücke ich jetzt hier auf Kampagne spielen. Also viel Spass wünsche ich euch. Dann haben wir hier ein neues Spiel. Jawohl, neues Spiel spielen. Das Menü ist ein bisschen komisch, weil es da so schräg ist. Aber es geht los. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole. Finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Aha. Es geht also da irgendwie um einen Terrorist. Und jetzt landen wir da. Ja, wirklich keine Ahnung, was uns da erwartet, wie das vorwärts geht. Vielleicht kann man... Auf jeden Fall... Scheinbar sind wir jetzt angekommen, in der Stadt drin. Und hangen uns da schon. Fest. Aua! Ich kann noch siehst nicht bewegen. Du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine. Oh. Ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an. Ah. Rückzug! Okay, sie kommen. Ah, heisst, wir flüchten jetzt schon das erste Mal vor den Zombies. Komm, wir müssen los! Danke fürs Retten. Er muss runter von der Straße.
Seht ihr, es ist schon mal gut aus da, hä? Mach die Tür auf! Scheiße! Jade, Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bring euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Das wird sich noch zeigen. Da sind wir also. Gelandet gerade mit voller Action. Überfallen wurde. Kneif du ihn. Du hast Angst. Aha. Nicht. Dann kneif ihn. Er blinzelt. Was? Da, schon wieder. Was, wenn ein Zombie ist? Ah! Zombie, lauf! Wow. Und jetzt, da sind wir also mit WASD, können wir uns bewegen. Mit der Maus können wir die Blickrichtung ändern. Schauen wir doch da mal zu dem Fenster aus. Wieder mal, sieht ja schon mal nicht schlecht aus, he? Was haben wir sonst noch da im Raum? Karate. Hallo. Das sind Tage. Keine Ahnung. Ein bisschen sauer nicht da, aber sonst ist gut. Ja, dann gehen wir doch mal so weiter. Also wirklich schöne Wohnung, muss ich sagen. Sieht gut aus. Die Pflanze hat scheinbar noch Wasser bekommen. Hallo, ist da jemand? Aha, die Küche. Ich kann nichts bewegen, ich kann gar nichts. Mal den Blick zum Fenster aus. Sonst sehen wir noch gar nichts. Ah, öffnen F, hä? Du schläfst drei Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. 31. Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Der Boss. Frag den Boss. Wir sind Nummer 31. Eine orangefarbene Kreis auf der Minenkarte. Haben aber keine. Einmal oben rechts. Wollen wir mal reden mit der Fressalma da? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger. Ein Infizierter mehr. Ein Kurier weniger. Ha, und du spielst ein bisschen Fußball da mit den Gula-Büchs oder was auch immer ist. Entschuldigung. Nennen wir sie einfach Büchs. Sonst haben wir da nichts. 31 Infizierte und nur noch 7 Kurier. Dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Danke. Du redest nicht. Und oben ist wo? Ah, da. Wir gehen drauf, einer nach dem anderen. Auf zuerst da noch ein bisschen was da noch hat. Brain, 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Okay, und da kann man auch durch. Das ist ein gesicherter Bereich, da darf ich nicht durch. Also, dann gehen wir doch einmal durch und schauen mal, was der Boss da meint. Hallo Boss!
Headquarter. Ist das der Raum 190? Hast du noch etwas zu sagen, Zaffer? Boss, ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Der macht aber einen komischen Blick. Ah? Was haben wir sonst noch da? Cooles Graffiti. Ja, mäßig. Interaktionen nicht. Also gehen wir zum Boss, gehen wir zum Boss. Hey Boss! Hey Boss! Überall hängen das gleiche Plakat. Nette Pfildli hast du da, Boss. Wo bist du, Boss? Was ist denn das? Trickfilm schauen. Boss! Sie befinden sich in einem gesicherten Bereich. Gehen wir nochmal raus da. Ich sollte auch ja einer etwas sagen. Bist du der Boss? Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Oh, jetzt ist er böse. Ich kann im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Alter, ist voll verarscht. Ich bin nicht faul. Da sehen wir den noch. Und jetzt begeben Sie sich in den 13. Stock und suchen Sie nach verschollenen Überlebenden. Und wärst du über die Stecken, oder wie? Wie langweilig. Nicht über die Stecken. Wir gehen da durch. Da. Exit. Sind gut. Was ist da? Tool. Nicht für mich. Hallo, wer bist du denn? Kannst du dich nicht mal vorstellen? Du. Das wird unser Spielwesen sein, da draußen. Okay. Du sprichst auch nicht. Rennen kann man im Gebäude nicht, aber ducken. Ah, die Steuerung müssen wir dann auch genau anschauen. Toll. Wie komme ich in den 13. Stock? So, Exit. Workshop. Headquarter. Die führen mir da ein im Kreis rum. Hallo, gehen wir den Weg in 13. Stock. Da ist doch ein Zeichen, aber... Aha, jetzt ist es gegangen. Er hat es auch noch geschafft. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Also los, dann Fall. Kann ich dann auch eine Waffe? Kann ich mich schon verteidigen? Kann ich irgendetwas? Mann, hier sind ja einige draufgegangen. Bäh.
schaut er jetzt das so genau an? Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was, ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Oder? Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Oh oh. Was zum Geier? Wo ist er? Helft sie dem Überlebenden. Bam! Und eh um zuzutreten. Duff, okay. Da, fräs. Mann, alles in Ordnung? Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, deinen Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh Scheiße, 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Wie lange ist sich da sicher? Wo ist der Marki? Mark, wir kommen. Hi Mark. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Alles gut. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Zeig mal, das kann nicht so schlimm sein. Aha. Also, Alkohol und irgendetwas gibt es Medikit. Drücke T und Taschenlampe da. T, T, T. Und jetzt hätte ich da gesehen. Ach, Klebeband. Was liegt da so schnell? Du. Das muss man jetzt erst noch antrainieren, das Zeug denke ich, zu sehen. Und ich werde auch garantiert an 100 Sachen vorbeilaufen und ihr werdet dann mir wieder sagen, hey, du bist eigentlich blind, jetzt habe ich Metallteile. Aber das Crafting werden wir uns dann noch beibringen. So ist da zu. Ist da nicht auftun da. Ah, das sind die Ausdauer, die hier oben geht. Das ist nichts. Also, er braucht Alkohol und noch etwas. Mull. Finden Sie Mull und Alkohol, um ein Medikit herzustellen. Da ist eine Kiste. Klebeband. Wir brauchen aber Alkohol. Digitale Uhr haben wir auch. Ist da etwas dahinter? Nägel. Sicher etwas Gutes bauen. Anhand von diesen Flügen. Aha, Alkohol. Was hat es da noch Gutes? Kann ich die Teller nicht kaputt machen? Nein. Schade. Hey, was tönt da so? Jetzt suchen wir noch ein bisschen Mull, da hat es mehr Nägel. Wie viel von dem Zeug kann man tragen? Müssen wir auch noch herausfinden. Wie gibt es da Inventar? Aha, Rucksack 0 von 4. Fertigungsteile. Ausgerüstet. Rohr. Puh, da kann man noch Zeug. Da haben wir schon Waffen. Und ein Medkit. Fertigkeiten, ja, das kommt dann alles mit der Zeit. Wir brauchen jetzt zuerst mal die wirklich wichtigen Sachen. Mull! Wo hat es da Mull? Dort
denkt sicher noch gerade einen um die Ecke zu kumpeln. Und Pro. Aha. Mul sind also Gasen. Okay, das ist alles, was Marc braucht. Versuchen wir's. Drücken Sie I fürs Entwurfsmenü. I. Und jetzt? Ah. Anfertigen, Enter. Tack. Medkit, okay. So, dann gehen wir doch zurück. Zum Mulli. Zum Marc. Marc, wir kommen! Marc! Was immer. Wir sind schon nett, hä? Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol, primitiv, aber okay. Hey! Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Sehr nett. Okay, jetzt haben wir so XPs bekommen. Dann gehen wir auch wieder rauf. Ah, was liegt denn da? Ein Stromkabel. Schön wird das Zeug noch markiert. Ist mir bis jetzt nämlich noch nicht aufgefallen, so im Vorbeilaufen. Gefällt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Da bin ich. Ah, ist er jetzt echt frei, der Lift. Ah, voilà. Dass das noch Strom hat, hä? Notgenerator oder so irgendetwas. So, dann gehen wir doch jetzt noch schnell mit dem reden. Schauen wir uns da die anderen Typen noch ein bisschen an. Nochmal einen Ausblick voraus. Kommt einfach keinen schönen Blick hin. Ja, aber ich bin noch gespannt, wie das dann ist, wenn wir da voraus können und Ramba, ta, tja, tja, rumgumpen und so Zeug. Ob ich dann das auch packe? Oder ob ich mir die Finger gerade vorne weg schon brechen? Hallo zusammen! Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Sprengstoff? Ach, hab ich nie komm. Gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Der mit der grossen Schnarre wird abgetitelt. Also gut. Ja, ich würde sagen, das wäre der Prolog von Dying Light. Wie es da weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für den Daumen hoch. Und hey, bis bald, ciao.